So, da sind wir bei einem kleinen neuen Projekt, gemeinsam mit... America! Broadly, meinte ich, genau. Und Zombro. Bei mir, ja. Hey, mit Zombro spielen wir heute Broforce! Jede Menge Action und, ja? Der nette Holly ist dabei, will ich noch anmerken. Für die Leute, die bei mir gucken, die Holly nicht kennen, schaut bei Holly vorbei. Genau, ich hab mich extra geschminkt. Der hat sich extra geschminkt, der hat so Kriegsbemalungen im Gesicht und so. Das seht ihr jetzt bei mir nicht, aber bei ihm seht ihr es. Sieht richtig gefährlich aus. Und jetzt lass uns loslegen. Bei mir seht ihr die Ecke vom Spiel, die er mit seiner komischen Kamera da bedeckt. Ja, scheiße, jetzt gucken die bei dir, um das zu sehen. Ah, du klaust mir meine Zuschauer. Ja, jetzt wissen die nicht, was da Tolles links oben in der Ecke ist gerade. Boah, ist das cool. Und ich dachte, du bist mein Bro. Ja, wir haben uns passend zum Spiel auch Broly und... Und Zombro genannt. Ah, wie geil, ich bin hier. Sieh dir mal an. Den habe ich gestern gesehen, als ich ganz kurz angetestet habe. Ah, du hast schon Charaktere freigeschaltet? Boah, bist du böse. Das habe ich nicht getan, nein. Es war aus Versehen. Holly hat das ganze Spiel kaputt gemacht. Ich will weg. Wir haben eine Mission. Auf geht's. Okay. So, du hast die Brücke schon kaputt gemacht. Das heißt, unsere Leute, die wir retten... Wir brauchen keine Leitern. Leitern sind nichts für Männer. Genau. Gehen einfach durch die Wand. Das ist fast wie Minecraft. Ja. Oder wie Battlefield. Komm, bauen wir ein Haus. Hast du mich... Oh, Bro, hart. Alter. Hast du gerade freigeschaltet. Ach so, sehr gut. Ist das überhaupt die erste Mission? Ja, das ist die erste Mission. Okay, sehr gut. Ja, was ist das Ziel hier? Einfach alles niedermetzeln und Spaß haben. Und irgendwie was befreien oder sowas. Ich glaube, es ist furchtbar schwer zu erklären, was hier vor sich geht, weil alles einfach so schnell hier in dem Spiel passiert, dass... Richtig, wir haben schon die erste Mission geschafft. Das erklärt alles. Wir retten. Wir sind aber Freiheit. Genau. Das ist der Freiheitssimulator. Freedom. Skip. Yeah. Und das sind jetzt ganz viele kleine Levels, wo wir einfach Bros... Was kann man noch freischalten? Bros und sonst was? Bros. Nur Bros. Genau. Bros. Jetzt bin ich zum Beispiel Bro... Rumbro. Rumbro, genau. Rumbro, wer bist du? Du bist doch der Arnie, oder nicht? Schwarzbro. Den Brominator gibt's später Brominator, noch, das weiß ich. Ja, aber der sieht auch genauso aus wie Arnie. Ich glaube, wir verhaspeln uns da noch groß, wenn wir bei jedem Charakter überlegen, wer es ist. Richtig. Besonders, weil wir uns ja so gut auskennen mit den Charakteren aus den 80ern. Richtig, weißt also, du etwa nicht? Hast du irgendwie schon alles in dem Spiel freigeschalten? Nein, ich hab echt nur bis zur zweiten Mission oder so gespielt. Kennst du die nicht, oder was? Okay. Doch, also ich kenne die Charaktere schon, aber du meintest ja, du willst dir nicht spoilern und dabei machst du alle Charaktere schon. Nein! Warte, was? Ich dachte, ich kann fliegen. Okay, also kurz nochmal als Zusammenfassung. Wir sind Bros, hallo. Hallo. Wollen durch diese Level kommen. Genau. Durch die Flaggen. Was bringen die Flaggen eigentlich? Checkpoint ist das. Gar nichts. Nein, man fängt immer am Anfang vom Level an. Ernsthaft jetzt? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach, um eine amerikanische Flagge ins Spiel zu bringen. Das war die einzige Möglichkeit. Mörder. America. Und müssen nur bis ans Ende vom Level kommen und da den bösen Teufelmann töten. Genau, und es gibt, ich hab den TNT mal. Den mag ich überhaupt nicht. Der kann ja irgendwie so ein Tuchan werfen, oder nicht? Ja, genau. Ja. Jeder Charakter hat noch eigene Granaten zu dem normalen Angriff. Zum Beispiel hier ein Truthahn, der Feinde anlockt. Genau. Und ich brutzle ihn gleichzeitig. Ach ja, ich muss nochmal drücken. Das war ja awesome. Ach so, muss ich auf dich warten. Oh! Sorry. Nein, das ist nicht schlimm. Wer zuerst dran klettert, darf weiter. Ach so, also es ist doch ein wenig gegeneinander, was? Ja, gut. Also können wir schauen, wer zuerst immer an den Helikopter kommt. Wir können ja ein Wettrennen machen. Genau, okay, nein. Was? Hey! Schnell! Ach, bin ich hier? Ich bin doch hier, dieser Will Smith auf... du hast mich gerade getötet. Der Bro in Black bist du. Bro in Black. Ja, ein kurzer Bro in Black. Du hast... Okay, es könnte ein Multiplayer-Bug sein, dass du alle Charaktere einfach hast. Ja, also den kannte ich jetzt auf jeden Fall nicht, diesen Typen hier. Ich schwöre. Aber ich frage mich, okay. Du hast mich gerade umgelegt, ne? Nein, du hast einen Stein auf dich draufgefallen. Den du ausgelöst hast, Bro. Bro? Jetzt hast du mich umgebrot. Ernsthaft jetzt? Oh Gott. Ja. Dann warte mal, dann schaffe ich mal ganz schnell die Mission. Das ist ja kein Problem hier. Zack, zack, zack. Alles umnieten. Es geht noch weiter. Scheiße. Wenn ich jetzt... Aber du kannst mich ja befreien. Da unten. Genau. Komm schon, Bro. Hä? Ach, da und... Da. natürlich. Ich dachte, ich habe dich gerade... Ganz verwirrt. In die Luft gesprengt oder sowas. Ich töte alle. Was auch cool ist, das läuft hier gerade mit der Frostbite Engine 3. Du kannst ja alles zerstören. Daran, alles explodiert. Genau. Inklusive dir. Ich schwitze ein wenig hier gerade und die Schminke verläuft, glaube ich, aber egal. Das sieht noch männlicher aus. Ist bei dir so warm? Ja, Dachgeschosswohnung. 30 Grad. Das ist geil. Der Zombie. Bei uns regnet es einfach den ganzen Tag. Ich beneide dich. Was? Hier, der Zombie hat übrigens Fleisch im Gesicht. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das hat er extra, weil es männlich ist, ins Gesicht gepackt. Ja. Ich habe extra einfach eine Kuh gerade vorher geschlachtet, mir
ihre Haut als Umhang umgezogen. Eine Kuh, Bro. 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 Eine Bro. Aha. Au. Ach du Scheiße. Man stirbt hier voll schnell. Ich lebe noch. Wenn man nicht aufpasst, ja. Ach nee, das bin ich gar nicht. Es ist echt schwer, sich zu zweit zu. Ich will gar nicht. Kann man das zu viert spielen? Ich glaube schon. Ja, klar. Ja, ja. Ich will gar nicht wissen. Du stehst da übrigens. Ach so. Ich habe mich gerade auf dich konzentriert, weil du so super sexy rumgelaufen bist. So, guck, ich werfe deine Granate. Nein, die weglaufen. Ah, eine Blendgranate. Okay. Nee, ist ein Luftschlag, aber hier, der kommt hier nicht rein. Ja, genau. Warte, wer ist das hier dann? Du hast hier den Chuck Norris-Typen. Ja. Wüssten wir nur den Namen. Texas. Naja, ich habe keine Ahnung mehr. Chuck Norris, fertig. Chuck Norris. Chuck Bro. Chuck Broris. Broris. Ja, super, wie ich die Mission auch mit dir geschafft habe. Toll. Ja, ich habe eigentlich versucht, dich zu retten, aber es ging nicht so gut. Kannst du mich immer X drücken? Ja, ja, ja. Tu ich. Aber es ist so episch mit der Musik. Komm schon. Okay. Oh nein, jetzt bin ich dieser Typ. Warte mal. Na, super. Hat ja voll was gebracht. Er ist runtergelaufen, der Feind. Ach so. Ich werde dich tun. Ah, oh, sehr gut. So, jetzt mal ein bisschen mit Konzentration hier, ey. Bam! Wusch! Warte da oben. Granaten! Yes. Oh gut. Ich kann mich nicht selber in die Luft jagen, oder? Mit den Dingern? Nein, ich glaube nicht. Gut. Was guckst du mit? Oh, ich hoffe, mir zuzugucken, dann kann ich nicht. Oh Gott, hat es gerade gehangen. So. Was hast du eigentlich als Angriff? Ach genau, was hat der denn? Ach, das ist wahrscheinlich dieser Strahl, um damit die nicht vergessen. Der normale Schuss ist das hier. Alter. Der ist nice, was? Da bist du ein bisschen eifersüchtig, was? Ja. Meine Kanone, Bro. Ach ja, übrigens, wenn man so einen Spawnpunkt von denen kaputt macht, fallen erstmal 1000 Feinde raus und sterben nacheinander. Okay, war das gerade? Habe ich nicht gesehen. Ja. Oh Mann, ich sollte auf den Bildschirm. Ja, es explodiert einfach alles. Man ist schon arg verwirrt. Ja, Explosion spielt noch eine kleine Rolle hier in dem Spiel. Ja, eine ganz kleine. Oh, wo bin ich denn? Gott. Wir sind beide etwas dunkel, habe ich mich gerade. So, und was war das hier? Das ist eine Höhle. Willst du das? Ist das ein Spawn? Ja, genau. Okay. Merkst du vielleicht eine Explosion? Gut. Hey, guck mal, jetzt sind wir immer noch beide. Die Farbe, die du nicht aussprechen willst. Die Farbe, die nicht genannt werden darf. Maximal pixeliert. Verstehst du? Pixel, weil wegen Pixel. So. Ja. Okay, die Mission ist schon länger. Das oh, und du hast dich umgelegt. Da ist ein Fass gewesen. Aber ich rette dich, Bro. Rette mich. Hier. Yeah. Wer bist du? Du bist... Bro Dread. Bro Dread? Steht das irgendwo, oder was? Ja, stand bei mir da. Bro Unlocked. Achso, okay. Und hier gibt es auch dann Bosse, ne? Ja, richtig. Okay, auf die da kommen richtig schon fette Mega-Kampf-Explosions-Bosse, die sich nicht selbst zerstören. Weißt du, was witzig wäre? Wenn es einen Bro-Botter geben würde. Den es natürlich nicht gibt. Oder? Gibt's ihn. Ich weiß es nicht. Ah! Ich weiß auf jeden Fall, dass das Spiel noch im Early Access ist. Genau. Und dass noch Updates... Du lebst scheinbar noch. Bitte was? Oh! Was? Wie ich das denn geschafft? Die Kamera hing so unten, deswegen dachte ich mir... Oh, schöner Checkpoint. Das stimmt. Ich meinte, natürlich habe ich überlebt. Guck mal. Voll cool. What? Ich hätte mich eigentlich draufstellen sollen. Das wäre noch cooler gewesen. Ist das denn eine besondere Fähigkeit, oder was? Nee. Wenn man solche Container anschießt, dann fliegen die einfach in die Richtung, wo sie gerade schauen. Achso, dann versuche ich gleich mal diesen Container hier. Nee, ich glaube, der wird's nicht. Zack. Bist du gestorben, oder was? Ja. Du hast mich mal wiederbelebt. Ich geh ohne mich weiter. Wo ist mein Bro? Geh ohne mich. Ich bin diese Blutpixel auf dem Boden. Versuch. Ich kann doch nicht ohne meinen Bro. Tu es einfach. Okay. Du könntest mich höchstens in einem Gefäß noch mittragen zur nächsten Station und mich zusammenflicken. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Ja, super machst du. Ich tu es einfach so, als ob ich auch spiele. Oh Gott. Was ist das? Kämpf, du feiges Auge! Da bist du! Was? Achso, weg bin ich. Okay, jetzt, ich hab's verstanden. Wir haben das Spiel verstanden. Sobald ich immer an der Flagge vorbeikomme, spawnst du wieder. Ja klar. Weil du hattest ja noch 2 Leben, aber du bist einfach nicht mehr aufgetaucht. Ja, bei der Kraft von Mirka bin ich wieder aufgetaucht. Mirka! Sehr gut, also den mag ich am meisten hier. Auch seine Superattacke ist geil, wenn ich da so lang fliege. Hadouken! Hast du gesehen? Au. Was, du bist ja, ich hab einfach direkt eine Kugel in den Kopf bekommen. Was? Nein, du bist vor Staunen gestorben. Yeah. Ich mache aber den ganzen Boden weg, dann können die nicht landen. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und wer fällt da gleich rein? Ich. Wir. Hui. Zack. Oh fuck. Eine Chance diesmal. Oh fuck, da hinten ist ein Creeper. Ach, ist ja gar nicht Minecraft. Ja, Moment, ich befreie dich. Broly, zack. Du machst das. Ja, Ram, Bro. Hier ist ein etwas fetterer.
Du hackst einfach alles kaputt. Oh, du bist der Brominator. Brominator. Der kann auch, glaube ich, mit seiner Granate. Mit seiner Granate kann der, glaube ich, zum Roboter werden, komplett. Okay, ich habe es irgendwie epischer vorgestellt, dass da irgendwie so eine Verwandlung wie bei Sailor Moon passiert. Ja, sollte eigentlich auch sein. Tja. Diesmal? Wahrscheinlich dann im nächsten Update. Ist ja Early Access. Diesmal? Was soll ich machen? Ja. Der Rückstoß. Ist ja geil. Oh Mann, okay. Oh Gott, ich hab den einen den Kopf abgeschossen. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Warte mal, ich flieg. Guck mal, da liegt ein Kopf. Ich flieg jetzt. Doch. Ah, leider doch nicht. Wo war ein Kopf? Da liegt einer vor mir am Boden. Oh Gott, das muss ich zensieren. Da oben liegen Granaten. Nimm mal nochmal, vielleicht geht's dann gut. Halt. Zack. Okay, soll ich versuchen? Wenn Gegner kommen, warte mal. Ja, okay. Verwandlung. Activated. Ja, jetzt bist du ein Roboter bei mir. Achso, nee, eben war ich auch ein Roboter. Bei mir nicht. Oh. Na gut. Naja, Early Access. Genau. Rowan Black habe ich jetzt auch bekommen. Oh oh. Kaum erwähnt Holly Boss-Gegner. Ist das etwa einer? Kommt der Hebop? Keine Ahnung. Der Bro-Copter, oder nicht? Ja, wir sind doch die Bros. Warum sollten die Feinde auch Bro heißen? Ja, aber es gibt doch auch einen Bro-Botter, oder nicht? Als Gegner. Habe ich gehört, gelesen. Kann sein. Ja. Hast du mir das nicht gesagt? Oh Mann. Ich weiß es nicht, ich zerstöre auf jeden Fall die Ja. Ach du Scheiße, ist man gewone-hitted oder was? Ja, natürlich, wie immer. Alles one-hitted einem in dem Spiel. Okay, sehr gut. Aber unsere Freiheit one-hitted die Feinde. Denn Freiheit steht über alles. Ja! Nein! Hä? Wo ist der Heli? Ihr habt uns vergessen. Wir haben doch gerade den Heli kaputt gemacht. Oh. Verdammt! Zu viel Adrenalin. Das sieht aus, als wären da unten Minen. Wo? Ja, das. Das kann man noch nähen. Das kann man noch nähen, Zombie. Keine Sorge. So, komm raus hier. Da bist du. Ja! Wir schießen einfach. Oh. Schaffst du. Aus dem Jenseits rede ich zu dir. Wo bin ich denn? Du hast keine Leben. Siehst du unten rechts in der Ecke. Oh. Guck mal, das ist, die Hunde haben auch solche Banditenmasken auf. Und sie sterben an Fallschaden. Oh Mann, sind die dumm. Aber. Das war. Ja, die Hunde sind echt dumm. Ja, das war irgendwie ein Bug gerade, hast du gesehen? Du hast irgendwie. Getroffen und dann bist du gestorben. Ah, Minen. Okay, was machst du? Ich habe gewartet, bis die Feinde darauf gelandet sind. Ach, stimmt. Ah, ich wollte gerade drauf gehen. Gut. Zum Glück hast du das Gehirn. Mein Gehirn ist nämlich gerade am Schme. Was? Was hast du getan? Du bist auf die Minen drauf gelaufen. Oh, da waren Minen. Ich dachte, das wären Zokutaler. Die sahen so schön rot aus. Mhm. Vielleicht kennst du nicht die roten Zokutaler. Was sind die das? Wie du die Leichen einfach noch weiterschießen kannst. Dieses Spiel ist brutal, aber gut. Ich würde gerne den Spawn hier kaputt machen. Ach. Okay, ach, das ist der Spawn. Okay, ich bin immer noch nicht da. Ja, aber da unten ist ein Käfig, den hol ich mir. Lass mich raus. Will nur sicher gehen. Mhm. Okay. Danke. Oh, ich bin hier, der Typ. Sehr gut, sehr gut. Bro in Black, willkommen back. Yeah, das hat sich gereimt. Sogar ungewollt. Ach du Scheiße, ich hab voll den Rückstoß. Hä, wann hab ich Charakter gewechselt? Weiß ich nicht. Willst du den nehmen, oder was? Okay. Warte mal, ich kümmere mich um die. Ohne Momento. Hast du gesehen? Perfekt. So. Der Laser hat die Hunde weg. Ich komme voll durcheinander durch die Explosion. Ich weiß gar nicht, ob ich lebe oder nicht, aber anscheinend nein. Okay. Ich kenn's so gut. Aber nach ein paar Minuten ist man drin. Ja. So ein paar Stunden. Ja. Ist der eine Hund gerade den anderen Hund? Natürlich. Ist, so nennt man das. Oh Gott! Oh, der ist riesig! Los! Nein, ich könnte fliehen, aber ich muss doch meinen Bro suchen. Oh, hier unten ist keiner mehr, okay. Aber vielleicht auf der anderen Seite. Er ist tot. Nein, du kannst nicht ohne mich gehen. Wie kannst du ruhig schlafen? Du, nein! Es muss für die Freiheit sein. America! Ja, so, jetzt rede ich nicht mehr. Du hast mich zurückgelassen. Wir wollen ja realistisch bleiben. Okay, okay, gut. Dann gehen wir einfach ins nächste Level, würde ich sagen. Ohne Brolli. Mein armen Bro, der gestorben ist. Schon okay. Aber zum Glück gibt's genetisches Klon. Hallo, hi. Willkommen zurück.
Also alles, ich hatte gerade schon so ein TNT am Kopf geklebt. Achso, das kannst du auch. Wir können das Spiel auch ganz langsam angehen und jeden Feind einzeln. Aua. Ja, das können wir auch machen. Ja, sehr gut. Oh, nein! Das ganze Level explodiert einfach. Ich werf eine Bombe und alles explodiert. Was ist da los? Okay, pass auf, was du wirfst. Okay, ich mach jetzt den Special Trick. Ich schlag die Munition zurück, wenn sie schießen, ja? Ach, das geht? Okay, okay. Ey, wie geil. Da. Weißt du, solche Kleinigkeiten sind schon ziemlich geil. Hä? Wie? Warum? Kann ich nicht wiederbeleben? Mund zu Mund behalten? Nein, aber da unten links ist ein Ding. Du kannst das Bienennest da runterschießen. Versuch mal, das Bienennest zu treffen. Hast? Yes! Jetzt kommen die Bienen und töten alle. Killerbienen. Oh, da unten ist ein Hund wieder groß geworden, der hat wieder Menschen gegessen. Ach, die werden größer. Oh, okay, Moment. Ja, wenn die was essen, werden die scheinbar größer. Warte mal. Und jetzt kommst du. Zack, da bist du wieder. Dein Einsatz. Ja. Oh Gott, hier wollte ich erstmal selbst in die Luft springen. Ja, wir können das auch, wie du schon sagtest, ruhig spielen und mal ein bisschen stealth-mäßig. Ja, ein bisschen mehr aufs. Also ich denke, man kann schon gut durch. Genau, schleichen wir einfach. Genau, genau. Schleichen fehlgeschlagen. Ja. Da ballern wir das halt durch. Das ist so schön, wie auf diese Aussage kommen, schleichen wir, einfach alles explodiert. Aber du siehst, wir sollten uns schon ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, 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 ist auf jeden Fall schwer. Ja, nicht unterschätzen. Erstmal die Wiegen. Ne? Also. Guckst du hin? Endlich getroffen. Warte, was macht der hier auf Kreis? Oder auf B? Okay, ich kann alles anzünden. Einen geputzelten Hund erschaffen. Snake Broskin, sagt er. Aber ich bin doch anders. Guck mal, du kannst mich auch wegknallen. Piu, 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 piu. Alter, wie schnell der schießen kann. Ich komm nicht mal vorwärts, wenn ich die ganze Zeit schieße. Ja, ja, der krassen Rückschuss, das ist ja wie im Film. Diese kleine Gun. Au! Oh. Lass Dolly in Ruhe! Voll ins Auge, ey. Du weißt gar nicht, wie weh das tut. Das ist ja nicht so, Bro. Ja. Ich bro-freie dich. Bro. Alles ist mit Bro viel besser. Ja. So, ich warte immer noch, bis wir Barney Stinson freischalten. Das wäre cool. Als kleines DLC. Als Barney Stinson spielen. Benutze die Schuhhorn Barney Stinson Mod. Oh, ich lebe noch, hallo. Genau. Ich spreng mich einfach irgendwie nach oben. Ich lebe noch. Es sieht nur so aus, als wäre ich tot. Aber ich lebe weiter in den Funken. Da ist dein Körper. Oh Gott, wie viele Raketen kommen denn da noch von dir? Das sind nicht meine. Alter, 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 ich dachte, der fliegt jetzt auf dich. Ach, du willst ihn nach unten befördern? Sehr schlau. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Na, wenn du stirbst nicht. Nein! Oh. Ich hab nicht an dir gezweifelt. Nein! Ah. Oh, ich hab noch ein Leben. Ach, okay. Okay, ich werf einfach. Na, guck, kein Problem, ich bin bester Spieler hier. Ich werf einfach Granaten runter, das passt schon. Bro-Rella bist du. Bisschen übergewichtig. Sieht aus wie Cinderella. Oh, was machst du, Mann? Kannst du da einsteigen? Nein. Jetzt nicht mehr. Ja, was jetzt? Du bist jetzt unten, aber... Meine Güte. Du kriegst doch einen Herzinfarkt wegen mir. Ich hasse es zu fallen. Ja. Ach, man kann sprinten. Stimmt ja, wenn man zweimal nach rechts tippt. Das hat mir aber nicht geholfen. Oh. Wie lange machen wir eigentlich die Parts? Immer eine ganze Aufnahmesession oder... Wir könnten eigentlich. Wollen wir das Level noch wenigstens fertig machen? Okay, komm, oder sagst du? Ja, komm, wir machen das fertig. Oh, der eine Feind mit dem Fernglas hat mich gerade gesehen und dann kam so eine kleine amerikanische Flagge über seinen Kopf. Weil er gemerkt hat, dass Amerika kommt. Und ist er dann geflüchtet? Vor Angst? Ja. Ja, ist er. Ernst? Geil. Okay. Meine Kugeln sind auch zielsuchend, ne? Und auch ziemlich nice ist. Ich weiß nicht, wann ich gestorben bin, aber ich töte einfach weiter. Oh, guck mal, hast du gesehen? Ich habe den Stein gerade gerollt. Okay. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die finden wir noch raus. Komm, mach ihn kaputt. Rette ihn. Ich versuche es. Das ist ein wenig peinlich. Ah, sehr gut. Ah. Der ist Alter, gut. Was hat der denn? Der ist gut, macht auf jeden Fall Schaden, aber alles macht ja... Nein! Warum? Ich räche deinen Tod. Nein, räche nicht meinen Tod. Mach einfach die Mission zu Ende. Ja, mach ich doch. So. Oh, hallo Hund. Na guck mal, jetzt rennt der Zombie so durch, als wär's ganz easy. Wahrscheinlich spielst du extra so schlecht und vorhin ist gestorben, um mich nicht so schlecht dastehen zu lassen. Nein, nein, der Typ hat einen Sniper. Der muss gut sein. Ah, stimmt. Kommt da eigentlich unendlich Feinde raus? Ich weiß nicht, aber wir können es gerne testen. Bin gerade dabei. Ja, ruf mich dann, ne? Ich mach mir dann einen Kaffee.
Sagen wir einfach Bescheid. Ja, konnte natürlich die Kommentare lesen. Hab keinen Bock zu reden. Genau. Wir genießen das einfach jetzt. Ach, du wolltest dir doch einen Kaffee machen? Hab ich schon. Okay, ist kommen wir endlich. Ja. Okay. Weißt du, was noch fehlt? Irgendwie ein Schutzschild oder sowas, weißt du, dass sie sich... Wobei, man versteckt sich doch nicht hier in Brofoss. Nicht männlich genug. Nein. Ich verdiene zu leben. Nur die Bros dürfen überleben. Alles andere ist nicht männlich genug. Dann machen wir einfach hier, genau in diesem We Are Liberated Endscreen Ende. Genau. Und sind wir überhaupt hier bei der Mission, wenn wir jetzt nochmal das Spiel neu starten oder so? Warum sollten wir das Spiel neu starten? Ich frag nur. Irgendwann. Ich hab keine Ahnung. Okay, gut. Das erfahren. Aber du bist gerade der Robocop. Robocop. Alles klar. Dann sehen wir es in der nächsten Folge. Was er kann, sehen wir beim nächsten Mal. Richtig. Oh. What? What the fuck? Weiß ich nicht. Was ist das? Was passiert hier? Es ist die... Hilfe! Ich konnte irgendwie markieren oder sowas. Warte. Okay. Hä? Markier mal ein paar mehr Feinde. Aber was passiert dann? Das passiert gar nichts. Ich glaube, deine Schüsse... Ich wurde einfach aus dem Bildschirm geschlagen. Okay. Ihr habt scheinbar bei diesem Mal gesehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich versuche Holly bis zum nächsten Mal wieder zu überleben. Okay. Ich weine jetzt noch. Bis dann. Tschüss. America. Oh Gott, schwitzig. Heilige Mama.